Österreichische und Schweizer Literatur haben wir ja, und wir sind jetzt in der Wiener Moderne angelangt. Ja, das ist die Zeit zwischen 1890 und 1910. Es ist eine sehr kurze Zeitspanne, aber eine sehr wichtige Zeitspanne, vor allem in Bezug auf Wien, deswegen auch Wiener Moderne. Die Moderne ist grundsätzlich die Epoche, die um die Jahrhundertwende stattgefunden hat, die sich in verschiedenen Ländern natürlich auch nicht immer nur auf diese 20 Jahre beschränkt, sondern auch weitaus größeren Einfluss genommen hat auf das dortige Schaffen. Und die Wiener Moderne war deswegen oder ist deswegen sehr interessant, weil es, man kann sagen, der künstlerische, kreative Höhepunkt war dieser Stadt, die die Hauptstadt Österreichs war und damals natürlich auch Österreich eine Doppelmonarchie war, die dann wenig später, nämlich 4 Jahre später, 1914, zerbrechen sollte im Zuge des Ersten Weltkriegs, der dann angefangen hat und 1918 abgeschlossen war. Und danach hatte Österreich natürlich nicht mehr diesen Stand zum einen und befand sich zwischenzeitlich natürlich im Aufbaumodus. Dann hat der Zweite Weltkrieg stattgefunden und dann hat man überhaupt wieder bei Null anfangen müssen, wenn man so möchte. Okay, wir sehen hier, also Wiener Moderne ist eine Zeit des Umbruchs gewesen. Das hat man in der Kunst schon ein bisschen gespürt. Das hat sich dann auch in der Literatur mit der Zeit auch mehr gezeigt, dass hier Fragen entstanden sind zu einer Gesellschaft, zu einer Zeit, die sich gerade ziemlich stark wandelt, nämlich nicht nur in Bezug auf diese Jahrhundertwende, sondern auch auf gesellschaftliche Strömungen und gesellschaftliche Entwicklungen. Die Habsburger K&K-Monarchie ist stagniert. Wir können uns erinnern daran, dass es ja einst diesen Deutschen Bund gab nach dem Wiener Kongress, wo Preußen, Bayern, Österreich gleichermaßen hier einen deutschen Zusammenschluss gefunden haben. Dann wurde Österreich durch Preußen aus diesem Deutschen Bund herausgedrängt und im Endeffekt durch den Deutsch-Französischen Krieg hat sich dann dieses Deutschland herausgebildet, wo Österreich außen vor blieb. Das heißt, auch von diesen ganzen bürgerlichen Entwicklungen, die dann stattfanden, ja, wir wissen, die Industrialisierung hatte in England schon längst stattgefunden. Dadurch, dass es sich hier eben nicht mehr um Monarchien, sondern um zumindest nicht in Gänze Monarchien, sondern auch um bürgerliche, parlamentarische Gesellschaften handelte, die auch schneller auf Entwicklungen reagieren konnten und die in ihre eigenen Gesellschaften integrieren, wie zum Beispiel den Zugverkehr, den Postverkehr. All das war noch hinten anstehend, also entsprechend in der Habsburger Monarchie noch nicht in der Entwicklung, wie sie hätte sein können. Dann auf der anderen Seite war natürlich die Nationalitätenfrage eine, die sich aufgedrängt hat, die immer stärker wurde, auch in diesem Österreich, in dieser österreichischen Doppelmonarchie mit Ungarn. Wir können uns erinnern auch an dieses Ranking von Nationen innerhalb dieser Doppelmonarchie, wo die Österreicher natürlich die wichtigsten waren. Dann kamen die Ungarn und danach kam lange nichts und dann eben minderheitenethnische, die in ihren jeweiligen Regionen durchaus Mehrheiten waren, wie die Slawen, wie zum Beispiel auch in Tschechien, wie die Slowenen, wie die Kroaten. Also da hat sich dann doch einiges aufgestaut an nationalem Unwohlsein und an dem Willen, etwas daran zu ändern. Gut, auf der anderen Seite hat sich auch alles irgendwie in Wien gesammelt. Also es war sowohl für die Wissenschaft als auch die Literatur und das Kunstschaffen der Ort, wo man eigentlich sein wollte. Wie wir uns erinnern können, vielleicht habe ich es schon erwähnt das letzte Mal, wenn nicht, mache ich es jetzt. 1873 hat in Wien die Weltausstellung stattgefunden. Das war die erste Weltausstellung im deutschsprachigen Raum. Die Weltausstellung kennen Sie ja vielleicht noch von Shanghai, ja, Shanghai Shubuhui, die
Weltausstellung von Shanghai 2010, die größte ihrer Art, war damals auch für China sehr wichtig und entsprechend groß und wichtig war 1873 auch die Weltausstellung in Wien. Die hat zum Ausdruck gebracht, dass Wien sich genau an dieser Schnittstelle zwischen, man sagt, Orient und Okzident, also zwischen allem, was östlich ist an östlicher Kultur und dann auch der westlichen Kultur, dem Okzident, dem abendländischen Bereich Europa sozusagen, gefunden hat. Also hier hat sich beides vereint. Wien war sozusagen die Schnittstelle zwischen dem Osten und dem Westen lange Zeit. Ja, auf der anderen Seite gab es eben einerseits von der Kunst, aber eben auch in zum Beispiel der Psychoanalyse bei Freud, dann diese Hinwendung zum Inneren, zu der Psyche und weg von anderen künstlerischen Strömungen, wie zum Beispiel dem Naturalismus, der hier sehr sachlich, sehr objektiv, wissenschaftlich orientiert war. Und es hat ein Stilpluralismus stattgefunden, auf Grundlage dessen auch, der unter anderem beinhaltet die Neuromantik, den Ästhetizismus, die Dekadenz, die Décadence aus Frankreich kommend, also etwas überschwänglich, die überschwängliche Darstellung von Essen zum Beispiel. Ja. Das heißt, man hat sich auch schon an einem Zenit, kann man sagen, befunden, rein gesellschaftlich, nicht nur in Wien, sondern auch in anderen Ländern, der vermuten hat lassen, dass alles perfekt ist und diese Perfektion, dieser geglaubte Zenit, dieser Zustand, dass man sich alles hat leisten können und hedonistisch das Leben pflegen, der hat sich dann halt leider gegenteilig bewiesen in den Jahren, die dann darauf folgten. Ganz wichtig in dieser Zeit war natürlich auch das jüdische Wien, also das Judentum war sehr stark beteiligt an diesen künstlerischen Entwicklungen. Arthur Schnitzler, den wir jetzt in der Hausaufgabe behandelt haben, war selbst Jude. Dann gab es aber auch noch Gustav Mahler, Arnold Schönberg, Sigmund Freud, natürlich auch ganz wichtig zu nennen, hier unter den jüdischen Vertretern dieser Wiener Moderne. Und der philosophische Einfluss. Also wir haben letzte Woche besprochen Friedrich Nietzsche und Arthur Schopenhauer. Die sind auch im öffentlichen Diskurs in Erscheinung getreten, natürlich nicht persönlich, sondern nur referenziert darauf. So zum Beispiel die allumfassende Ästhetik dieser Bezugspunkte, die in der Ästhetik selbst gefunden wurden. Also der Ästhetizismus lässt sich sicher auch darauf zurückführen, beziehungsweise nimmt Anleihen von vor allem Schopenhauer und Nietzsche. Aber auch auf der anderen Seite ein gewisser Pessimismus, der schon vermuten hat lassen, dass obwohl dass nicht alles Gold ist, was glänzt, würde man jetzt im Deutschen sagen, dass obwohl die Wiener Moderne sehr prunkvoll war und auch sehr viele verschiedene künstlerische Richtungen hervorgebracht hat, Entwicklungen, gesellschaftliche Entwicklungen wie eben diese stagnierende Habsburger Monarchie und die Industrialisierung an sich vermuten haben lassen, dass vielleicht nicht alles funktioniert und viele Leute auch auf Grundlage der Industrialisierung zum Beispiel nicht wirklich etwas mit dieser Welt, dieser sich schnell entwickelnden Welt anfangen konnten. Na gut, gehen wir weiter. Und zwar kommen wir jetzt zum Impressionismus. Das war auch eine Kunstrichtung, die sich sowohl in der Literatur als auch in der bildnerischen Kunst wiederfand. Was Sie hier sehen, ist ein Bild von Claude Monet. Also der Impressionismus hat ursprünglich in Frankreich seinen Ausgangspunkt genommen, mit so weniger auf Perfektion, sagen wir, Wert legt, sondern mehr auf Flüchtigkeit, mehr auf diesen einzelnen Pinselstrichen. Sie sehen, glaube ich, was ich meine. Es ist eher etwas, was so kurzweilige Empfindungen darstellen soll. Ja? Und das hat natürlich dann auch in der Literatur in ähnlicher Weise stattgefunden. Also, dass wir nicht mehr alles zu 100% beschreiben, ja? Dass es eben nicht auf Perfektion, auf Sachlichkeit drängt, wie das vielleicht noch im Naturalismus der Fall war,
sondern dass es mehr um die Wahrnehmung der Wirklichkeit geht, dass es auch sehr vage dargestellt werden kann und dass sich aber dadurch auch irgendwie eine ganz eigene Stilrichtung entwickelt. Etwas eher Subjektives kann man sagen, weniger etwas Objektives, was alle gleichermaßen wahrnehmen. Ja, und diese Augenblickempfindung, die in der impressionistischen Kunst zur Anwendung kam, in der Malerei vor allem, findet sich auch in der Literatur wieder. In der Literatur wäre das zum Beispiel dann im Sekundenstil. Der Sekundenstil, darunter bezeichnet man oder versteht man die detaillierte Beschreibung von Szenen. Also, dass wir sozusagen in diesem Sekundentakt uns einfach Empfindungen aufschreiben. Ja? Und wenn Sie jetzt überlegen, woran Sie das erinnert, dann kann ich das bejahen. Also Sie werden vielleicht auch an den Text gedacht haben von Arthur Schnitzler, den wir eben gelesen haben, die Fräulein Else nämlich. Die arbeitet auch eigentlich im inneren Monolog mit genau solchen impressionistischen Elementen und Merkmalen, die sich dann auch finden beim Lesen. Dass sie wirklich nur einzelne Empfindungen, subjektive Empfindungen festhält in diesem inneren Monolog, die aber in Summe dann schon wieder eine eigene Novelle und einen eigenen Sinngehalt ergeben. Zum Beispiel. Also ich habe jetzt hier nur exemplarisch etwas herausgegriffen. Die Luft ist wie Champagner. Ja, Punkt. Ja, das war's. Ja, das ist sozusagen eine von diesen Empfindungen, die hier festgehalten wird. Ja, dazwischen haben wir natürlich auch immer wieder so einzelne bedeutungsgenerierende Sätze. In einer Stunde ist das Diner, das Dinner. Ich kann die Sissi nicht leiden. Also es kommt alles so an Gefühlen, an subjektiven Empfindungen zum Ausdruck, die diesen Impressionismus dann auch mittragen. Ja? Gut, aber der Impressionismus ist nicht die einzige Kunstrichtung dieser Wiener Moderne. Wie gesagt, es ist hier ein Pluralismus in der Kunst in Erscheinung getreten in diesen 20 Jahren zwischen 1980 und zwischen 1890 und 1910. Und einer davon, eine dieser Stilrichtungen war natürlich auch der Symbolismus, den wir vorletzte Woche behandelt haben, als wir auch über Rainer Maria Rilke gesprochen haben. Da kommt jetzt dann gleich noch eine eigene Folie. Der hat eben auch zu dieser Zeit stattgefunden, fand sich in der bildnerischen Kunst genauso wie in der Literatur. Allerdings kann man dann sagen, vielleicht sogar ein bisschen mehr in der Literatur in dem Sinn, wenn wir hier jetzt eine Zweiteilung vornehmen möchten. Das künstlerische Bestreben hat sich dabei gegen den Materialismus gewandt, auch gegen andere Kunstrichtungen, die davor Bestand hatten, in den Jahrhunderten davor, nämlich den Realismus und die Romantik. Ja, die Vorstellungskraft galt hier ganz klar als Quelle der Kreativität und in diesem Sinne wollte man auch einzelne Symbole betonen, in zum Beispiel diesen lyrischen Gedichten des Symbolismus, die diese Vorstellungskraft auch beim Leser, bei der Leserin dann in Gang setzen, in Kraft setzen, dass man sich entsprechend auch etwas darunter vorstellen kann. Ist auch artverwandt natürlich mit dem Ästhetizismus einer anderen Kunstrichtung. Diese Dinge gehen relativ fließend ineinander über, dann teilweise. Man kann dann vielleicht auch in der bildnerischen Kunst wieder einzelne impressionistische Merkmale erkennen oder dekadente Merkmale erkennen, wenn wir dann mit Gold arbeiten. Wir haben in der Architektur zum Beispiel eben auch den Jugendstil, der ganz wichtig ist in dieser Periode. Also da ist sehr viel passiert, was sich nicht ganz klar auch künstlerisch voneinander abtrennen lässt. Ja, also es gibt im Symbolismus natürlich auch traumähnliche Szenen, die beschrieben werden. Sinnbildliche Symbole genauso wie Metaphern. Gut, kommen wir noch mal kurz zu Rainer Maria Rilke. Der wurde 1875 in Prag geboren. Prag ja damals auch noch Teil dieser österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie
Gestorben ist er 1926. Ja, ein deutschsprachiger Autor, der sehr viel gereist ist, der in sehr vielen verschiedenen Städten auch gelebt hat und entsprechend sich Eindrücke geholt hat. Was wahrscheinlich auch ganz gut passt zu dem Dasein als Lyriker, weil wenn man dann sehr oft den Standort wechselt, natürlich auch einen anderen, sagen wir, eine andere Inspiration gewinnt für seine eigenen Gedichte. Und von denen hat Rilke, wie wir wissen, ja auch sehr viele geschrieben. Das Verhältnis zu seiner Mutter auf der anderen Seite war ein bisschen schwierig. Ja. Bei einem anderen Autor, der aus der gleichen Stadt kam, zu dem wir später noch kommen werden, war das Verhältnis zu seinem Vater ein bisschen schwierig, in dem Fall zu der Mutter. Die Mutter hatte sehr hohen Anspruch, war nicht wirklich zufrieden mit ihrem eigenen Leben und hat das aber auch sowohl an ihren Mann und dann später auch an ihren Sohn ein bisschen weitergegeben. Also die war aus gutem Hause und der Vater war beim Militär, hat dann aber seine hohe Stellung, hochrangige Stellung verloren und hat dann zu einer niederen Stellung wechseln müssen. Und da war die Mutter natürlich nicht zufrieden damit, wollte auf der anderen Seite, dass ihr Sohn hier eine aufstrebende Karriere hinlegt. Der wollte auf der anderen Seite aber Autor werden, Dichter werden. Das hat natürlich nicht ganz ins Bild gepasst. Ja, Rilke hat geschrieben auf Deutsch und Französisch. Also er war auch bewandert im Französischen, hat nicht nur auf Deutsch geschrieben und gilt mitunter als einer der Schöpfer oder der wichtigste Vertreter des Ding-Gedichts. Ja, das Ding bringt uns dann auch schon in die Artverwandtschaft zum Symbol. Also da geht es ganz klar auch um diesen Symbolismus in der Literatur. Ja, fokussiert war auf lebendige und auch leblose Objekte, Kunstobjekte, Symbole und Situationen. Hat eine sehr objektivierte, distanzierte, subjektdistanzierte Sprache allerdings verwendet. Und das Ding spricht zu uns auch dann teilweise über uns, ja, und betont ein inneres Wesen. Also die Metaphern und die Symbole, die Rilke verwendet, sind nicht immer zwingend die Dinge, die in den Gedichten beschrieben werden, sondern wollen eigentlich auf etwas uns allen Innewohnendes hinaus. Ja. Ein ganz wichtiger Vertreter, den wir auch schon kurz dahingehend behandelt haben, wäre der Panther von Rilke, also das Gedicht Der Panther. Das lässt sich in sehr viele Arten und Weisen interpretieren, ja, und gilt als eines der wichtigsten Gedichte dieses Symbolismus, ja, beziehungsweise eines der wichtigsten Dinggedichte. Nur kurz als Rekurs dazu, ja, also hier haben wir ja den Panther, der aber hier auch gar nicht angesprochen wird in dem Gedicht selbst, sondern mehr sein Leben innerhalb dieser Stäbe, ja, die 1000 Stäbe und die kommt keine Welt hinter diesen Stäben. Der Gang geschmeidig starker Schritte, also womit das Symbolismus und das Dinggedicht auch sehr stark arbeitet, ist natürlich dann diese Zusatzbetonung durch Adjektive, durch Adverbien, um hier noch einmal die Symbole an sich zu unterstreichen. Ja, die 1000 Stäbe, ja, der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, also hier dann auch dieses dialektische Moment von geschmeidig und stark gleichzeitig, ne? Also was dieser Panther hier symbolisiert. Gut, und eine Kunstrichtung, die sich hier vielleicht doch etwas absetzt, beziehungsweise zum Impressionismus ganz stark absetzt, die hier vielleicht nicht so fließend ist, ist der Expressionismus. Der hat dann auch noch über den Ersten Weltkrieg hinaus also stattgefunden. Schon am Ende dieser Wiener Moderne angefangen, wenn man so möchte, und dann über den Zweiten Weltkrieg hinaus, über den Ersten Weltkrieg hinaus stattgefunden. Ja, hat auch einige der Entwicklungen dieses Ersten Weltkriegs zum Ausdruck gebracht und verarbeitet vor allem auch. Im Expressionismus ging es sehr stark um Sinn- und Existenzkrisen, die kreativ dargestellt werden. Ja?
Im Gegensatz zum Impressionismus, wo einzelne Gefühle eher so sprunghaft dargestellt wurden, mehr so Eindrücke vor allem auch, Eindrücke, also das, was man, wie man die Welt erfährt, Impressionen sozusagen, die sollten dargestellt werden. Also man hat eigentlich die Welt schon wiedergegeben, aber mehr so den eigenen Eindruck. Und es war doch, nennen wir es lieblich vielleicht auch im Vergleich zum Expressionismus. Der Expressionismus auf der anderen Seite in der Kunst, also ganz wichtiges Kunstwerk hier auch auf der rechten Seite von Edvard Munch, Der Schrei, ist eines der wichtigsten und bekanntesten, wenn nicht das bekannteste expressionistische Kunstwerk, was wir kennen. Sie werden es mit Sicherheit auch kennen. Und auch die Sprache, auch die Literatur wollte in ähnlicher Weise hier etwas zum Ausdruck bringen. Also im Expressionismus ging es weniger darum, Eindrücke zu verarbeiten, als vielmehr eigene Gefühle ganz stark zum Ausdruck zu bringen. Ja, wie hat das jetzt dann funktioniert? Also sehr stark zum Beispiel auch über die Lyrik. Da wurden dann Farben, Symbole ganz stark eingesetzt, radikale Metaphern, ja, Personifizierungen. Ja, da denken wir zum Beispiel auch an weniger jetzt in der Lyrik als in der Prosa. Denken wir hier an Kafka, an die Verwandlung, an dieses Ungeziefer, zu dem sich der Protagonist verwandelt. Also auch hier zum Beispiel ganz klar dem Expressionismus zuzuordnen. Und es hat hier auch zum Beispiel eben im besagten Werk, aber auch darüber hinaus eine Ästhetik des Hässlichen gegeben und die wurde auch ganz stark gepflegt vom Expressionismus. Also das sollte sich dann auch dahingehend hässlich schön vom Impressionismus ganz klar abtrennen. Wurden auch neue Wortschöpfungen entworfen. Das werden wir uns gleich auch im nächsten Gedicht, was ich Ihnen zeigen möchte, ansehen und die Strukturen von Sätzen und Wörtern teilweise auch aufgebrochen. Also es sollte wirklich sehr, sehr radikal auch sein. Ne? Ja, warum hat sich dieser Expressionismus überhaupt entwickelt? Einfach um umzugehen mit den Sinn- und Existenzkrisen seiner Zeit. Das wären allen voran natürlich der Erste Weltkrieg, der sehr viele soziale Umwälzungen nach sich gezogen hat, aber auch Dinge wie die schon vorher angesprochene Industrialisierung und damit auch verbunden in vielerlei Hinsicht die Urbanisierung und diese Welt, die entstanden ist, mit der sehr viele Leute, sehr viele Menschen nichts mehr anfangen konnten. In vielerlei Hinsicht lassen sich vielleicht auch rein zeitlich hier Anleihen zu unserer jetzigen Zeit finden, die sich ja auch sehr schnell mit der Digitalisierung zum Beispiel entwickelt, wo viele Menschen, vor allem auch Arbeitnehmer in bestimmten Berufsgruppen, sich als hinten anstehend wahrnehmen, die nicht mehr mitkommen mit diesen Entwicklungen, ja, und vielleicht auch aufgrund der Digitalisierung, Robotisierung, Maschinisierung ihren Job verlieren. Gerade zum Beispiel im Einzelhandel. Also diese Entwicklungen sind nicht neu, sie finden immer wieder in ähnlicher Art und Weise statt. Ja, und die Kunst versucht das dann zu verarbeiten. Ganz wichtige Autoren in dieser Zeit sind eben besagter Franz Kafka, Franz Werfel, Maria Lazar und aber auch Georg Trakl, den wir uns jetzt ein bisschen näher ansehen werden. Georg Trakl ist ein österreichischer Lyriker des Expressionismus. Er ist 1887, also wurde er geboren in Salzburg und ist dann gestorben 1914 in Krakau. Krakau auch damals noch, zumindest 1914, Teil von dieser österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie und in der Region Galizien hat das damals gelegen, heutiges Polen natürlich. Ist auch ein ganz wichtiger Ort, eine ganz wichtige Stadt, vor allem auch dann im Zweiten Weltkrieg hat in der Nähe von Krakau das wohl mitunter bekannteste Konzentrationslager gestanden, nämlich Auschwitz.
Also das ist ein Ort, den kann man sich rein geschichtlich, sollte man sich den auch merken. Georg Trakl auf der anderen Seite war österreichischer Dichter und das aber nicht nur. Er war nicht immer erfolgreich zu Lebzeiten, hat auch eine Apothekerausbildung gemacht, wollte Pharmazeut werden, um damit sein Geld zu verdienen, hat aber auch immer geschrieben. Ja, also sein Herz, was er sicher hier das eines Literaten und das eines Dichters. Im Ersten Weltkrieg hat er dann als Sanitätsleutnant gedient, nämlich auch auf Grundlage von dieser eben angesprochenen Apothekerausbildung. Ist aber in dieser Zeit hat er einen Nervenzusammenbruch erlitten, weil er eben in Krakau, wo er gedient hat, das war 1914, Beginn des Ersten Weltkriegs, so viele Leute in seinem Lazarett betreuen musste, nämlich angeblich waren es um die 100, die hier vom Krieg gezeichnet eingeliefert wurden, dass er das gar nicht konnte. Also dass er hier an seine eigenen Grenzen gestoßen ist, rein menschlich, aber auch ärztlich und all diese Patienten nicht behandeln konnte. Ja, und dann auch Leuten beim Sterben und beim Leiden zusehen musste. Auf der anderen Seite sind dann eben auch Feinde, also Gegner, auf den Bäumen gehängt worden. Das hat er auch quasi mit ansehen müssen. Also er hat hier wirklich das ganze Kriegsleid mit eigenen Augen mitbekommen müssen und hat auf Grundlage dessen auch einen Nervenzusammenbruch bekommen. Bei der Schlacht von Grodeck nämlich war das und wollte sich auch umbringen. Also es war so die Eindrücke waren so stark, dass er sich noch vor Ort versucht hat umzubringen. Das ist ihm nicht gelungen. Er ist dann aber in Krakau in eine Militärklinik eingeliefert worden und ist dort dann an einer Kokainüberdosis gestorben. Jetzt wird gemunkelt, ob das ein erneuter Suizidversuch war, nachdem er schon davor versucht hat, sich umzubringen, oder ob er einfach nur zu viel von dieser Droge konsumiert hat. Dazu muss man sagen, dass Georg Trakl zeitlebens eigentlich, vor allem im Zuge von seiner Apothekerausbildung, wo er Zugang zu normalerweise verbotenen oder zumindest rezeptpflichtigen Medikamenten hatte, verschiedene Abhängigkeiten entwickelt hat. Und schließlich ist er dann auch an Kokain, an einer Überdosis Kokain gestorben, 1914. Und wir sehen uns jetzt dieses besagte Gedicht an, kurz von Georg Trakl, nämlich Grodeck. Grodeck, das bezeichnet eben den Ort, an dem diese Schlacht 1914 stattgefunden hat, wo so viele Leute gestorben sind. Und darüber hat er ein Gedicht geschrieben, ein expressionistisches Gedicht. Am Abend tönen die herbstlichen Wälder von tödlichen Waffen, die goldenen Ebenen und blauen Seen, darüber die Sonne düsterer hinrollt. Umfängt die Nacht sterbende Krieger, die wilde Klage ihrer zerbrochenen Münder. Also wir sehen schon hier in diesem ersten Absatz sehr viele Stilmittel des Expressionismus. Zum einen diese farblichen Referenzen, diese radikale Sprache auch, ja, und auf der anderen Seite natürlich diese herausstechenden Metaphern, die hier auch noch zusätzlich betont werden. Ja, also die herbstlichen Wäldern und am Abend tönen. Ja, also hier auch die herbstlichen Wälder tönen von tödlichen Waffen. Also hier auch wieder die Adjektive natürlich ganz stark zum Einsatz gebracht, aber eben sehr viel hässlicher, als das zum Beispiel im Impressionismus geschehen ist. Auf der anderen Seite hier auch diese farblichen Aspekte wie die goldenen Ebenen, die blauen Seen. Ja. Und als letztes Stilmittel hier auch ganz klar zum Einsatz kommen. Und deswegen ist das ein sehr gutes Beispiel für die expressionistische Lyrik auch, sind diese Strukturmerkmale, den Satz und die Satzstrukturen, wie wir sie kennen im Deutschen, der deutschen Grammatik auch aufzubrechen, versuchen. Ja. Umfängt die Nacht sterbende Krieger, die wilde Klage ihrer zerbrochenen Münder. Also das wäre so ein Gedicht zum Beispiel, ein expressionistisches Gedicht.